So, hey Freunde, willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. Heute geht's endlich dem, vorletzten legendären Pokémon an den Kragen. Und zwar Mewtwo. Ja, ich habe jetzt doch noch Timerbälle. Und zwar, ja, ich habe ewig geschaut, wie ich die denn bekomme. Bei Google und Komplettlösungen und was weiß ich. Aber egal, was ich gemacht habe, also ich habe immer das gemacht, was die mir gesagt haben, aber ich habe sie nie bekommen. Deswegen, naja, habe ich sie mir jetzt gecheatet. 25 Stück, also, ja, ich gebe es zu, ich bin ein Cheater. Also nur dieses eine Mal, aber. Ansonsten ist hier alles fair gespielt und ja, ihr seht es gerade. Ich habe auch noch fleißig gelevelt und oh mein Gott, hat das ewig gedauert. Lässt sich aber gut leveln in der, bei Island 7 war das, glaube ich, oder 6. Bei einer dieser Schluchten da hinten. Da sind ziemlich starke Pokémon, also leveln ist da ziemlich geil. Dauert trotzdem ewig, aber ja. Okay, da links ist nur eine Trainerin. So, hier, die steht einfach nur rum und hat irgendwelche schwachen Pokémon. Zu der wollen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach gleich mal in die Höhle rein. Und kommen in die Azur-Höhle. Oh mein Gott. Ja, wir legen gleich mal Schutz an. Und in die, irgendwo in dieser riesigen Höhle. Wo ist denn Topschutz? Irgendwo in der riesen Höhle ist Mewtwo, genau. Natürlich ganz am Ende und wir müssen jetzt unseren Weg finden. Ach ja, ich zeige euch mal mein Team. So, ich habe jetzt alle auf Level 65 hoch trainiert und puh, das hat lange gedauert, weil ich habe das schon mal aufgenommen, den Part, und ist mir aufgefallen, Moment mal, die ganzen Pokémon sind ja eigentlich viel zu stark. Weil eigentlich habe ich gesagt, ich will noch leveln, hab's aber verpennt, aber naja, jetzt nicht. Und Mankey noch für Zertrümmerer. Okay, gut. Top-Schutz ist angelegt, das heißt, uns kann nichts passieren. So, ja, Starmie surf mal schön. Und wir gehen gleich mal da runter. Ich weiß den Weg, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, wo Mewtwo ist. Weil es schon ewig ist, dass ich das mal wieder gefangen hatte. Und, ach so, okay. Vielleicht war Zertrümmer gar nicht verpflichtend notwendig. Kann ziemlich gut sein. Weil es gab es ja damals noch gar nicht. Oder? Ja, nein, das gab es nicht. Und hier aber ein weiteres Mal Top-Genesung. Das können wir vielleicht noch brauchen für später. So, aber hier haben wir erstmal nichts mehr zu tun. Gut, Starmie, ins Wasser mit dir. Yay. Okay. Da ist ein Item. Und da links geht's rauf. Und noch ein Item. Oh, Items. Nochmal Top-Genesung. Okay, schaut aus, als würden wir die noch oft brauchen dann später mal. Aber ja, solange wir den Schutz haben und wir nicht angegriffen werden. Weil es kann gut sein, dass sie noch stärkere Pokémon sind als Level 65. Ja, okay, ich glaube 63, 64 war das höchste. Und wir haben einen Nugget gefunden. Sehr schön. Okay, da brauchen wir doch wieder zu Trimmerer. Ja, das ist schon gut, dass wir Mankey mitgenommen haben. So, Mankey, haja. Sehr schön. Und, ach, Sackgasse, okay. Okay. Gut, das war's. Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Der hier unten schaut doch schön aus. Mit einer schönen Treppe aus Stein, die gefallen mir. Okay, ja. Zerschlag doch mal, Mankey. So, ein Item. Yay. Kann das sein, dass diese ganzen Räume hier oben alle nur optional sind für Items und sowas? Weil ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass es bei Rot-Blau und sowas schon Trümmerer gab, oder? Gab's doch dann noch nicht. Nee, soweit ich weiß jetzt nicht, oder bin ich jetzt völlig verwirrt? Ach, ich sage, es gab sie nicht. So. Haut mich, wenn ich falsch liege. Okay, Top-Elixier, jawohl. Noch schön viele Items, um AP aufzufüllen. Das ist vor allem nützlich, wenn wir einen langen Endkampf haben. Aber dafür haben wir die Timerbälle. Und da ist es so, wenn wir Timerbälle in den ersten 10 Runden, innerhalb der ersten 10 Runden sind die nur so stark wie Pokebälle. Von der 10. bis zur 20. Runde sind die so stark wie Hyperbälle. Danach, also 20. bis 30. Runde sind sie nochmal stärker als Hyperbälle. Und danach über 30 Runden sind sie doppelt so stark wie Hyperbälle. Also damit kann man richtig, wenn man da ein bisschen Glück hat, dann kann man jedes Pokémon feiern. Man muss es halt lang genug hinhalten und das ist dann doch wieder schwierig, weil Mewtwo macht, naja, einiges an Damage dann schon. So, und ich stehe nochmal da unten. War da noch was? Nö, okay. Dann nur ein riesiges Steinlabyrinth. So. Und so, na gut, dann eben ohne Rennen. Schauen wir, was da nach oben, aber das schaut. Oh, ist da doch was? Es geht weiter. Oder ist jetzt nur eine riesigen lange Sackgasse? Nein, hier kommen wir raus, okay. Gehen wir mal da lang. So, vielleicht sind wir auf Anhieb richtig.
Das wäre aber dann doch nicht so toll, weil dann haben wir die halbe Höhle verpasst. Ja, okay, Van wäre jetzt auch nicht so schlimm. So, Topschutz. Schließlich wollen wir jetzt auch nicht alle Items hier sammeln. So ist es ja nicht, ne? Und, okay, hier müssen wir jetzt einfach nur den Weg aufschlagen mit der Trümmer. Dann kommen wir auch durch. Oh, kein Pokémon unter dem Stein, okay. Und Top-Belieber. Oh ja, das ist nützlich. Falls uns das Arzenia down geht, können wir das auf jeden Fall gut gebrauchen. Und was haben wir hier? Hyperball. Ja, da haben wir mehr als genug von, ja. Jetzt, wo ich mir noch die Hyperbälle, die Timerbälle geholt habe. Da, ja, da geht das ja. Okay, Starmie. Yay. Da ist es schon. Okay. Gut, da war ich jetzt irgendwie nicht drauf vorbereitet. Okay, wir stehen vor Mewtwo. Dem stärksten aller Pokémon, wie es heißt. Und ja, ich finde Mewtwo besser als Arceus. Okay, ihr kennt das ja, ich muss jetzt nochmal ein Save-State machen. So, okay. Müsste jetzt wahrscheinlich bei euch unten links angezeigt werden. Gut, und dann schauen wir nochmal kurz unser Ding an. Ja, ich lasse Darm jetzt einfach mal vorne. Und wir stellen uns, okay. Wow! Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das anders als Video. Wow. Oder so ähnlich. Und ja, wir stehen Mewtwo gegenüber, Level 70. Ein wildes Mewtwo. Okay, Starmie, zieh ihm so viel ab, wie du nur kannst. Eisstrahl und frier es am besten ein, aber ja, das Glück kann man wohl kaum haben. So, Eisstrahl. Wie viel ziehst du denn ab? Ja, geht ja. Wir haben ja genug Zeit mit den Runden. Schließlich wirkt der Timer mal ja erst richtig gut nach 30 Runden. Naja, also das kann schon ein bisschen dauern jetzt. Okay, kann aber auch sein, dass wir übelst viel Luck haben und danach einfach mit dem dritten Hyperball das Ding fangen. Und was? Es kann eine Genesung? Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, okay, solange es nicht angreift, ist es jetzt nicht so wild. Vielleicht frieren wir es ja wirklich irgendwie ein. Das ist meine insgeheime Hoffnung. Ja, warte nur. Das waren jetzt 4 Runden oder 5? Ich weiß nicht genau. Oder drei? Ach, ich kann jetzt schon nicht mehr mitzählen, okay. So. Oh, oder warte, das sind wir ja, wie oft ich Eisstrahl eingesetzt habe. Und wie oft habe ich es schon eingesetzt? 10 Mal? Nein. Ich brauche noch mehr. Hä? Warte mal, kann es sein, wenn er Bodyguard einsetzt, dass ich dann mehr AP verbrauche? Das kann ziemlich gut sein. Naja, wir hauen einfach Damage drauf, wir müssen ja nur Zeit schinden. So, jawohl. Bodyguard lässt nach, aber jetzt müsste ich... Ja, okay. Ich brauche auch also 2 AP, wenn er Bodyguard hat. Ja, ich als Pokémon-Noob, ja. Ich habe zwar eigentlich alle Pokémon-Spiele gespielt, bis auf jetzt Schwarz und Weiß. Und 2. Aber irgendwie bin ich trotzdem immer noch voll der Noob. Ich habe das einfach nie so ernsthaft gespielt, ne? Naja. Und, ah ja, nicht sehr effektiv, aber Starmie gibt schon langsam den Geist auf. Ich würde sagen, wir hauen einfach eine Top-Genesung drauf, schließlich müssen wir nur Zeit schinden. So, Beutel. Die waren direkt da, okay. Gut, hier ist Starmie, Top-Genesung. Oh yeah, 152 KP aufgefüllt, sehr schön. Oh na, ist jetzt wieder Bodyguard ein, okay. Nein. So, da wollen wir hin. Setz ich mal Kaskade ein. Und Moment mal. Oh, bitte kill ihn jetzt nicht. Ich bin doch so ein Idiot. Oh mein Gott, bin ich doof. Okay. Bin ich dumm oder was? Ja, ich muss nochmal den Safe-Set laden. Ey, sorry, Leute. Okay, ich schneide das aber nicht raus, weil... Das soll ja authentisch bleiben hier, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich betrüge oder so. Okay, hier sind wir wieder. Ja. Kein Kommentar. Okay, Mewtwo. Jetzt stellen wir uns dir. Ja. Zum ersten Mal. Haha. Okay, Starmie. Ich muss definitiv mehr drauf schauen, wie viel Schaden du machst. Vor allem einfach mal auf die KP-Anzeige von Mewtwo schauen, ne? Ich bin doch ein Idiot, ey. Hau einfach da nochmal Kaskade drauf, obwohl er schon so gut wie tot ist. Na gut, nochmal von vorne, okay. Verzeiht mir!
So, komm. Heil dich einfach, okay? Dann geht das in Ordnung. Ja, Psychokinese, bla bla. Nichts effektiv, aber zieht trotzdem so viel ab, okay? Das ist echt heftig. Okay, dann setzen wir noch lieber Eisstrahl ein, weil das macht nicht ganz so viel Damage wie Surfer. Ja, und jetzt kann ich eigentlich schon nicht mehr angreifen, ne? Gut, dann hau ich halt jetzt einfach Hyperbälle drauf. Ich schaue jetzt davor zurück, nochmal anzugreifen, nachdem was gerade passiert ist. Das ist ja echt peinlich, ey. Ich sehe es ja, ne? Ich sehe ja, dass es so wenig Energie hat. Und trotzdem greife ich an. Aber egal, das ist jetzt schon vorbei. So, komm. Warum setzt du nicht einfach Genesung an, Mewtwo? Dann muss ich nicht meine Top-Genesung hier einsetzen. So. Ja, wieder schön KP aufgefrischt. Und jawohl, er heilt sich. Das heißt, ich kann wieder angreifen. Jetzt hätte ich eigentlich mal mitzählen können, ne? Solange noch kein Bodyguard am Laufen hat. Was? Was? Nee. Ich glaube, er hat den Bodyguard schon am Laufen. Ja. Das heißt, ich habe dreimal angegriffen und einmal ein Item eingesetzt, okay. Das sind 5 Runden bis jetzt, okay, gut. Ich zähle mal lieber mit, dann weiß ich, ab wann der Timerball auch was bringt. Ich setze das Lied lieber nicht ein. Ich warte lieber und werfe einen Hyperball. So, auf dich. Und ja, natürlich nicht. Klar. Also ob das mir mit der gelben Anzeige und dann noch mit dem Hyperball. Und hey, der Bodyguard lässt nach. Andreas setzt jetzt gleich nochmal Bodyguard ein oder er heilt sich endlich mal, was ich gut finden würde. Aber wir hätten auch genug Hyperbälle und wow, es hat sogar schon einmal gewackelt, okay. Und ja, greif mich direkt an. Zum Glück ist Dami, also nicht resistent. Ich kenne das sowieso vom vom Pokémon-Kartenspiel. Also nicht resistent, nicht sehr effektiv gegen, für Psycho-Attacken. Nicht sehr anfällig, ja. So, ungefähr. Okay, und, soll ich mich heilen? Wahrscheinlich geht's damit die nächste Runde down, aber komm. Wir haben ja genug Pokémon. Wenn nicht, dann habe ich Glück und kann Top-Genesung einsetzen. Okay, er setzt auch Genesung an. Gut, dann hau ich ihn einfach mal wieder drauf mit Surfer. Nein, nicht Beutel. Nicht Beutel. So, Surfer! Und wie viel ziehst du denn ab? Kommen wir gleich in den Gel. Ja, oh. Oh! Oh! Boah, Volltreffer! Ach du Heiliger! Boah! Mit 5 KP oder so überlebt das Vieh hier noch. Schnell, Satzenia wechseln und. Nein, wir sind doch sofort tot, wenn der Psychokinese einsetzt. Vielleicht habe ich ja Glück und ich setze Bodyguard ein. Aber es ist viel schneller als mir, das heißt, es greift gleich nochmal an. Psychokinese, ja, ich hätte mir denken können. Und wir sind garantiert tot, ne? Ja. Oh, schade. Boah, ey. Ein Glück mit der. Mit dem Angriff gerade. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn was war genau, wenn es keine Genesung mehr könnte. Ich vergesse manchmal, was ich sagen will, wenn ich gleichzeitig irgendwas anderes mache. Naja, ich bin eben ein Noob-LPer. Okay, Hyperball. Komm ey, besser schwächen kann man es doch gar nicht. Und au. Jetzt hätte ich schon gerade schön gehofft, dass es klappt sogar. Okay, ja, wir hauen einfach mal weiter drauf. Und jetzt müssen wir bestimmt inzwischen schon. Jetzt haben wir garantiert schon über 10 Runden, oder? Ich habe ja überhaupt nicht mitgezählt. Ich schätze jetzt einfach mal auf 13. Und ich denke, ab 20, 30 Runden kann ich dann mal anfangen mit Timerbällen, würde ich sagen. Ja, ich quäl. Ich hätte mir vielleicht anschauen sollen, wie viele Hyperbälle wir am Anfang gehabt hätten. Ich glaube, es waren 64 oder so. Aber kann sein, dass ich mich total verschätze. Wenn ja, dann sind es vielleicht doch noch keine 15 Runden. So, ja, das klappt natürlich alles nicht. Und jetzt greift es auch einmal an. Natürlich macht uns das einiges, okay. Achso, es war ein Volltreffer. Ich habe jetzt schon gedacht, das macht immer so viel. Boah, mach mir nicht so Angst mit Mewtwo. Da nehmen wir doch Top-Genesung. Und eigentlich sollte ich mal wieder Starmie, finde ich, vorstellen. Das kommt mir irgendwie robuster vor. Aber vielleicht will ich mir auch nur einen. So, ja, Psychokinese. Ich hoffe nur wirklich, dass der genug AP hat, ne? Aber der setzt den nur für Zweifler ein, wenn alle Attacken von ihm aufgebraucht sind, oder?
Ja, das ist, muss ich jetzt mal darauf pokern, ansonsten also ist das gerade nicht gut mit so viel Schaden, wie der hat. Weil ich glaube, der seine ganzen, ich glaube wirklich seine ganze HP von Genesung ist schon im Eimer. Boah, wie ein Glück. Okay, das gleicht das dann wieder aus, dass ich so, dass ich es am Anfang umgelegt habe, dass wir es jetzt schon mal perfekt geschwächt haben. Okay, ja, das Pokémon hat sich befreit, klar. So, das macht, glaube ich, mehr Damage. Ja. Ach, Volltreffer. Warum hast du jetzt so viele Volltreffer rein bei Simsalau? Hast du was gegen Simsalau, oder was? Na gut, dann muss Darm eben raus. Und, ja, müssen halt schnell nochmal eine Top-Genesung draufhauen, damit das hier überleben. So, da ist es ja. Dann hätten wir jetzt nur noch 19 Stück. Und zwei von unseren Teams sind schon down, oh Gott. Vor allem, seit 10 Jahren muss ich unbedingt wiederbeleben. Weil, naja, ich muss es schon zusammenbringen, dass es eingeschläfert ist. Ja, okay, mit Timerbällen kann ich es auch so schaffen, aber anders geht's noch schneller, sag ich mal. Hyperball. Yay! So, haben wir jetzt irgendwie 2, 3 Dreher? Nein, okay. Gut, Psychokinese und ich schätze jetzt einfach mal auf 20 Runden und boah, kriegen wir viel Schaden. Aber kann auch sein, dass wir schon längst 25 haben. Oder weniger, ich hoffe einfach mal 25. Weil dann müssen wir doch nicht mehr so lang machen, bis wir es endlich haben. Okay, und nein, es kann doch noch Genesung. Oh Mann, schade. Ich dachte, wir haben es jetzt voll gut hingeschwächt, aber okay. Die Frage ist, was macht jetzt nicht zu viel Schaden? Ich habe ja ein bisschen Schiss jetzt hat. Bitte, bitte überlebe jetzt. Bitte, 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 bitte. Und. Komm, komm, komm. Ja, okay. Ja, stimmt. Aisha hatte eh nicht so viel Schaden gemacht. Aber ich habe langsam echt Schiss mit den ganzen Volltreffern, die hier passiert sind. Nee, da setze ich jetzt keinen Surfer ein. Da bleibe ich lieber beim Eisstrahl. Also langsam im roten Bereich. Das muss ja nicht wieder so perfekt laufen wie vorhin. Ja, wir werden hier von einem Schleier umhüllt, aber das ist mir jetzt wurscht. Denn ich spam jetzt wieder mit Hyperbällen. Haja! Okay. Und wie schaut's aus? Natürlich nicht, war ja klar. Und, okay. Aber das Gute ist, er hat noch eigentlich so gut wie alle AP, also. Ich kann beruhigt sein, dass er sich irgendwann umlegen wird. Ja, okay, das dauert ja zig Runden. Und, oh, einmal sogar. Oh. Ja, heil dich ruhig. Und, ach komm, ich setze jetzt mal Surfer ein. Ich werde schon nicht so viel Pech haben, dass es mal Volltreffer wird. Es war vorhin echt unglücklich. Ja, okay, gut. Aber ich glaube, nochmal setz. Doch, ich setze nochmal. Doch. Was laber ich? Ich glaube, ich setze doch nochmal Surfer ein, so. Weil ich glaube, das zieht nicht mal die Hälfte ab, oder? Ja, das heißt, selbst in einem Volltreffer konnte ich es nicht killen. Und eine Psychokinese geht mir mal nicht einmal Arsch vorbei, okay. Ach stimmt, der senkt ja die ganze Zeit unsere Spezialverteidigung mit Psychokinese. Deswegen macht er jetzt so viel Schaden. Macht Sinn. Okay, dann nochmal Top-Genesung fürs Dami. Tja, jetzt muss ich halt wissen, wie viel der Runde das ist, ne? 20 haben wir auf jeden Fall schon. Ja, okay, ich denke 25 werden wir auch schon haben. Wie viele Runde ist es dann? Ja, ich greife jetzt noch ein, zwei Mal an und dann denke ich, kann man mit den Timerbällen anfangen. Ja, setzt du ruhig Bodyguard ein. Und ach ja, ach so, er wird von einem Schleier umhüllt, nicht wir, okay. So, Hyperball. Dann würde ich sagen, beleben wir unser SAC hier wieder. Und hoffen, dass es keine Angriffsattacken einsetzt dann. Okay, schwächen wir es erstmal wieder runter, würde ich sagen. So, Surfer. Okay. Ja, gut, kein Volltreffer. Doch ein Volltreffer, was? Ach komm, ey. Wollt ihr mich verarschen? Na gut, jetzt muss ich schon wieder eine Safe State laden, ey. Warum mache ich so viel Damage? Zum x-ten Mal Mewtwo. Hallo, okay. Diese Folge wird sich, glaube ich, ganz schön hinziehen. Oh mein Gott. Okay. Sorry dafür, Leute. Das war irgendwie echt nicht geplant. Jetzt muss ich das schon zum dritten Mal machen. Ich weiß, ihr habt entweder schon längst ausgeschaltet oder seid schon längst eingeschlafen. Ja. Aber wir packen das schon noch.
Okay. Türkinese, ja. Ja, zieht mir gar nicht mehr so viel ab, okay. Stimmt, wir wurden jetzt noch nicht, unsere Verteidigung wurde ja noch nicht gesenkt. Und jetzt zähle ich genau mit, wie viele Runden. Zweimal, okay. Gut, das heißt, jetzt kommt der dritte Runde und oh, wir kriegen Damage. Da greife ich doch mal gleich lieber zur Top-Genesung. So. Das war unser Zug Nummer 3. Ja, das müsst ihr euch jetzt die ganze Zeit anhören, mein Gelaber. Also mein Gezähle. Und Volltreffer. Ah, warum machst du so viel Damage? Dann nochmal Genesung gleich auf Stami. Okay, dann. Ach komm, jetzt lass mal deinen Sternschauer hier. Okay, so ist brav, wenn du nicht so viel Damage machst. Und 65 Bälle haben wir, okay. Gut, das muss ich auch merken. So viele Sachen muss ich merken. Aus mir zu merken. Und ich glaube, ich habe mich jetzt schon verzeiht. Ich glaube, es war 6. Runde, aber vielleicht war es auch erst die 5. Naja. Auch nicht so wild. Aber wir haben einfach Überbälle drauf. Okay, wird das was? Nein. Oh. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, ey. Oh, oh. Aber nein, okay. Schade. Naja, dann weiter Hügelwelle drauf. Ball Nummer 8 oder Zug Nummer 8, würde ich mal sagen. Grob geschätzt. Ja, ich glaube, es wird wieder Zeit für eine Top-Genesung. Oder noch. Ach, einmal Hyperball geht schon noch. So, wird jetzt kein Volltreffer landen. Und natürlich geht's dann eben. Mal schauen, wie viel Schaden macht der Psychokinese. Knapp. Nächstes Mal überleben wir es vielleicht nicht mehr. Wegen unserer gesenkten Verteidigung. Das heißt, Zeit für eine Genesung. So. Hier ist Army. Friss. Perfekt. 149 KP. Hm, schön. Ja, der versucht irgendwie die ganze Zeit Bodyguard einzusetzen. Und, ah, jetzt hat er nachgelassen, okay. Aber das brauchen wir gar nicht, denn es ist eh schon genug geschwächt eigentlich. Wenn wir es so hinbringen dann, wenn es schläft später, das wäre perfekt. Aber wir müssen erstmal schaffen, dass der Zähne überhaupt zum Angriff kommt. Und deswegen, naja, das ist schon noch weit weg. Okay. Runde 13. Ich schätze einfach mal wieder grob, weil ich komme völlig raus aus dem Zählen, wenn ich irgendwas anderes mache. So, und zum Glück greift uns Mewtwo nicht an, denn das ist eigentlich ziemlich geil. Wir müssen gar nicht, müssen nicht so oft Top-Genesung einsetzen. Ja, du freist dich. Und, naja, es versucht schon wieder Bodyguard einzusetzen. Also, ich finde echt, da bräuchte man mal eine KI oder sowas, damit die Gegner nicht die ganze Zeit irgendwelche nutzlosen Attacken einsetzen. Und, yeah! Ey, geil! Wir haben Mewtwo gefangen! Okay, ich habe umsonst gecheatet. Yeah, toll, Mewtwo wurde gefangen. Es wurde im Eintrag im Pokédex angelegt. Dieses Pokémon ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experimentes. Oh, ist 2 Meter groß. 122 Kilo schwer, okay. Und ein Genmutant, aha. Cool. Ich habe mir umsonst die Timerwelle gecheatet und... Ah, nein, nein, nein. Ich will, dass das Mewtwo heißt. Ja. So, danke. Und... Yes, das heißt, wir haben jetzt das stärkste Pokémon der Welt in unserem Besitz. Und, ja, das heißt, das war's eigentlich schon für dieses Let's Play, aber es gibt, also normalerweise, aber es gibt ja in Blattgrün und Feuerrot noch einen der legendären Hundis. Und die möchte ich mir auch noch suchen. Aber erstmal möchte ich aus der Höhle raus, wenn ich denn ein Fluchtseil finden würde. Ja, wo ist es denn? Fluchtseil, da. Okay, ja, okay. So, jetzt gehen wir uns als Fluchtseil ein und... Yay, wir sind wieder in der Zora City. Okay, ich hoffe, ihr seid nicht dabei eingeschlafen, während ich gerade bei Mewtwo rumgefailt habe. Aber das muss schon sein, hier die legendären Pokémon fangen. Okay, ich kann euch ja mal zeigen, wie man das fängt. Ich glaube, bei mir war es Suicune, was kommt. Also entweder Suicune, Raikou oder Entei. Immer das Gegenteil von deinem Elementtyp, von deinem Starter-Pokémon. Also Diplomanda, also kommt Suicune. Ja, okay, jetzt nicht das wirkliche Gegenteil, aber halt kann man so sehen. Bei Shiki würde dann, glaube ich, Entei kommen. Nein, ich glaube, bei Bisasam kam Entei und bei Shiki kam... Was habe ich jetzt noch gesagt? Suicune, Entei, Raikou, genau. Raikou. Okay. Ja, heilen brauchen wir gar nicht.
Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal zu, wie hieß die Stadt nochmal? Vertania City? Nein, gehen wir doch gleich nach Memoria. Denn, ja, Suicune taucht zufällig, also in unserem Fall Suicune taucht zufällig auf der Map auf, in der ganzen Region, irgendwo im Gras einfach. Und es ist Zufall, ob man es erwischt oder nicht. Und wenn man es, das ging so. Ich glaube, das war das hier, wenn nicht, berichtige ich mich nachher nochmal. Man geht quasi rein in den Level und dann tust du dir einfach ein Pokémon auf Level, also knapp unter dem Level von Suicune. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welchen Level Suicune hat. Ich muss mir dann noch vielleicht ein extra Pokémon holen. Und das tust du dann vor, dass die Stelle, nimmst dir dann einen Topschutz und gehst in so ein Anfangslevel, weil Topschutz wehrt ja alle ab, oder Schutz wehrt alle Pokémon ab, die schwächer sind, also niedrigeres Level haben. Das heißt, die kommt gar nichts, außer Suicune, wenn es da ist. Aber manchmal ist es eben nicht da, dann, das heißt, man rennt ein paar Mal durchs Gras, geht wieder raus, geht wieder rein, rennt wieder ein paar Mal durchs Gras. Und ich glaube, so war das dann. Ja, okay. Ich werde das dann jetzt mal machen und werde wieder einblenden, wenn es denn kommt, okay? Ja, bis gleich. Okay, hier sind wir bei Suicune. Und ich muss sagen, es ging überraschend schnell. Ich habe nur zweimal Topschutz gebraucht. Nein, ich habe nur einmal Topschutz gebraucht, stimmt. Ich bin einmal rein, raus, ich bin beim dritten Mal rein, raus, habe ich schon gefunden gehabt, was mich echt gewundert hat. Ich habe da früher immer ewig gesucht. Und naja, jetzt habe ich's. Okay, wir sind hier, Mankey ganz vorne. Ich muss mir noch kein neues Pokémon holen, weil schließlich sind die ja alle so schwach. Also, das passt schon, hat schon alles so gepasst. Und ja, wir hauen jetzt einfach den Meisterball auf den Kopf. Ach ja, und genau, Meisterball. Bei Suicune ist es nicht ganz so wichtig, ob man den Meisterball hat. Aber bei Raikou und Entei ist es echt verdammt wichtig, den noch übrig zu haben. Weil die können nämlich Brüller einsetzen und wenn die den einsetzen, dann ja, sind sie geflüchtet und ich glaube, die sind sogar ganz weg. Also macht das Ganze, also ich weiß nicht, ob sie jetzt ganz weg sind, aber auf jeden Fall macht es das um einiges schwerer. Und Suicune kann als einziger keinen Brüller, aber irgendwie haben wir das schon so angewöhnt, die Hunde immer mit dem Meisterball zu fangen. Deswegen, ja, hier ist den pinken Meisterball, der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Okay, Meisterball, los! Schnapp es dir und werden wir es wirklich fangen? 1, 2, 3. Yeah! Suicune wurde gefangen! Oh! Okay, für Suicune wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Man sagt, es sei die Wiedergeburt des Nordwindes. Es kann verschmutztes Wasser im Nu reinigen. Ja, cool, mit einem Sieb wahrscheinlich. Auch 2 Meter und 187 Kilo. Und es ist ein Polarlicht. Ah ja. Okay, das heißt... Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Das heißt, ich möchte... Hä, was heißt das? Das heißt, ich möchte... Das heißt, wir haben alle legendären Pokémon im Blattgrün gefangen, die wir so erreichen können, ohne jetzt seit uns was zu cheaten. Und ja, das heißt, das Let's Play ist eigentlich schon so gut wie beendet, leider. Ja... Ach genau, was ich gerade auch sagen wollte, ist, eigentlich finde ich es ja ein bisschen blöd, dass man legendäre Pokémon fangen kann. Ich meine, das sind da irgendwelche Gottheiten und alles mögliche und Naturgewalt und dann fängt die da so ein 10-jähriger Junge. naja. Okay, das wollte ich noch gesagt haben, aber ich würde sagen, ja, das Let's Play ist jetzt zu Ende. Schauen wir uns nochmal kurz an, was wir jetzt geschafft haben. Fragezeichen 7, Frage, warum steht uns da vor unserem gelben Fragezeichen? Okay. Naja, auf jeden Fall. 65 Pokémon gefangen. 33 Stunden Spielzeit. Boah. Alle Orden und ein altes Foto von... Nein, unser Team. Yeah. Und, ja, zweimal Pokémon getauscht. Cool. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Und wir sehen uns dann vielleicht bei anderen Projekten wieder. Fände ich geil. Auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal.